Die Vorsitzende der CDU hat angekündigt, dass sie auf ihr Amt verzichten wird. Frau Kramp-Karrenbauer hat in diesem Zusammenhang auch davon gesprochen, es gäbe innerhalb ihrer Partei unterschiedliche Auffassungen zum Verhältnis zu AfD und Linkspartei. Wir haben die Ankündigung von Frau Kramp-Karrenbauer zur Kenntnis genommen, eben im Präsidium auch bewertet. Für die Freien Demokraten ist erst recht nach dem Fiasko von Thüringen das Verhältnis sowohl zur AfD als auch zur Linkspartei geklärt. Schon am vergangenen Mittwoch habe ich ja unterstrichen, dass es für die Freien Demokraten keine Kooperation mit der AfD gibt. Letzte Woche Donnerstag haben wir das in Erfurt auch noch einmal manifestiert. Bezogen auf die Linkspartei gilt, wie wir es auch im Deutschen Bundestag etwa handhaben, dass wir keine Koalition mit der Linkspartei anstreben, dass wir aber bei parlamentarischen Vorgängen, wie beispielsweise Untersuchungsausschüssen, die einzusetzen sind, bereit sind, sachbezogen zusammenzuarbeiten. Also insofern gibt es eine unterschiedliche Bewertung. Man kann sagen, für die FDP gilt keine Kooperation mit der AfD, keine Koalition mit der Linkspartei. Das zweite Thema des Tages ist, wie geht es weiter in Thüringen? Ich bekräftige noch einmal den Vorschlag, übergangsweise eine unabhängige Persönlichkeit mit dem Amt des Ministerpräsidenten zu betrauen, um eine Neuwahl zu organisieren. Das würden auch unsere Freunde in Thüringen selbst unterstützen. Wir haben da Kontakt mit der Landtagsfraktion. Klar ist, so sagt unsere Landtagsfraktion in Erfurt, Sie werden Herrn Ramelow nicht wählen. Es gibt keine Stimmen für Herrn Ramelow von unseren Freunden in Thüringen. Und insofern, damit sich nicht die kritische Situation der vergangenen Woche in etwa wiederholt, wäre es sinnvoll, vor einer Neuwahl eine unabhängige Persönlichkeit zu betrauen. Ich habe wahrgenommen, dass der hessische Ministerpräsident Bouvier ebenfalls am heutigen Tag in diese Richtung argumentiert hat. Das wäre aus unserer Sicht zur Beruhigung der Situation ein sinnvoller Weg. Ja, das waren die beiden Punkte, zu denen ich von meiner Seite Ausstellung nehmen wollte. Ja, würden Sie eine Mitverantwortung für das Schicksal von Frau Kramp-Karrenbauer der FDP, aber auch Ihrer Person konzipieren? Das ist eine innere Angelegenheit der CDU. Die CDU trifft ihre Entscheidungen selbst. In Thüringen gab es, darüber haben wir jetzt die letzten Tage ja intensiv beraten, eine ganz schwierige Konstellation. Dadurch, dass FDP und CDU in die Abhängigkeit der AfD geraten sind. Wir haben für uns Mittwoch klargestellt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Donnerstag habe ich mich auf den Weg nach Erfurt gemacht, um auch dort sicherzustellen, dass es zu einem Rückzug von Herrn Kemmerich kommt und dass die FDP den Weg frei macht für Neuwahlen in Thüringen. Wir haben gesehen, dass danach das CDU-Präsidium auch Neuwahlen gefordert hat, aber die CDU-Fraktion in Thüringen eben offensichtlich noch nicht dazu bereit ist. Insofern unterscheidet sich die Situation etwas. Und wie gesagt, ich kann nur Verantwortung für meine Partei übernehmen. Nun ist es ja offenbar so, dass zumindest auf landespolitischer Ebene es durchaus auch eine sachbezogene Zusammenarbeit bislang, wie Sie das nennen, zwischen FDP und AfD gegeben hat, also auch tatsächlich FDP-Stimmen mal AfD-Anträge unterstützten oder jedenfalls sich nicht gewehrt wurde, wenn es umgekehrt der Fall ist. Glauben Sie, dass wie bei der CDU auch ein Parteitag notwendig sein würde bei der FDP, um das Verhältnis grundsätzlich zu klären, in größerem Rahmen? Oder was würden Sie dann anderen Landesverbänden empfehlen für den weiteren Umgang in den Parlamenten? Nein, das ist klargestellt und ich habe das auch noch mal unterstrichen, ja, am Mittwoch. Übrigens auch, ja, indem ich mein Amt als Parteivorsitzender in die Waagschale geworfen habe. Es gibt keine Zusammenarbeit, keine Kooperation mit der AfD. Tatsächlich gibt es gelegentlich Tricks, dass Anliegen der FDP teilweise im Wortlaut von der AfD in Parlamenten beantragt werden. Da muss man auch klar sagen, diese Spielereien machen wir nicht mit. Und dort, wo das in der Vergangenheit
im parlamentarischen Alltag nicht beachtet worden ist oder es zu einer anderen Einschätzung gekommen ist, wird das korrigiert werden. Eine Frage zur Stabilität der Großen Koalition. Meinen Sie, dass es angesichts des absehbaren Führungsvakuums bei der CDU zu Neuwahlen kommen wird in absehbarer Zeit? Und noch eine Frage zu Thüringen. Bei einer Neuwahl, welche Chancen rechnen Sie Ihrer Partei bei einer Neuwahl in Thüringen aus? Es war ja ein Vorzeigeprojekt, wieder in einen ostdeutschen Landtag gezogen zu sein. Und dritte Frage, die Zukunft Herrn Kemmerichs. Wie würden Sie, hat er eine FDP noch in der Zukunft? Über die Stabilität der Großen Koalition kann ich jetzt nicht spekulieren. Wenn die Frau Bundeskanzlerin der Auffassung wäre, ihre Regierung ist nicht mehr stabil, dann müsste sie sich selbst und anderen entsprechende Fragen vorlegen. Aber das ist eine Frage, die sich nicht an uns richtet. Zum Zweiten, zur Stunde ist das völlig offen. Und zum Dritten, die Frage müsste man überhaupt erst mal an ihn selber stellen und auch nicht an uns oder an mich jetzt hier. Zu Thüringen nochmal. Ja. Es gibt ja auch da in der FDP in vielen Kreisverbänden so ein bisschen Unverständnis dann für den Rückzug, also genau die gegenteilige Haltung. Wie wollen Sie da die Parteifreunde mitnehmen, in Anführungszeichen, in den nächsten Wochen da das Gespräch suchen, oder ist das dann nur Sache des Thüringer Verbandes, das zu klären? Es ist in erster Linie Sache des Thüringer Verbandes, denn die Kandidatur war ein Beschluss des Parteirates dort. Sie wissen, es gibt kein wie auch immer geartetes Weisungsrecht der Bundespartei gegenüber Landesverbänden. Aber klar ist, wer da immer der Auffassung sein sollte, im Konjunktiv gesprochen, es war falsch, nicht mit der AfD zu kooperieren. Der stellt sich außerhalb des Konsenses innerhalb der FDP. Herr Lindner, der Bundesvorstand hat Ihnen ja am Freitag das Vertrauen ausgesprochen. Eine solche Abstimmung gab es ja in der Bundestagsfraktion während der Fraktionsklausur nicht. Fühlen Sie sich dennoch gestärkt durch diese Fraktionsklausur oder ist Ihre Rolle in der Fraktion noch einmal hinterfragt worden? Nein, es ist sowohl im Bundesvorstand als auch in der Fraktion zu einer sehr intensiven Aussprache gekommen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es anerkannt worden ist in Parteivorstand wie Fraktion, dass sich die Führung der Bundespartei in dieser sehr schwierigen Lage bemüht hat, um die Rückgewinnung von einem Stück Kontrolle. Die Entscheidung lag in Thüringen, aber wir haben eben eine Verantwortung als Bundespartei für die FDP insgesamt und für den Umgang mit einer solchen Entscheidung. Und das, was politisch möglich war, das haben wir unternommen, also sicherstellen, dass es zu einem Rückzug und dann auch zu dem politisch notwendigen sofortigen Rücktritt gekommen ist. Klare Abgrenzung von der AfD, Entscheidung, Offenheit für Neuwahlen. Und es ist in Parteivorstand und Fraktion erkannt worden, dass zumindest in dieser sehr schwierigen, für die FDP sehr verletzenden Situation zumindest diese Ziele erreicht worden sind.